Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, gestern sind die Event-News für den kommenden Monat bzw. für das jetzige Wochenende rausgekommen. Und ja, zum Anlass dessen möchte ich auf jeden Fall wieder hier ein Giveaway auf meinem Kanal veranstalten, wo jeder von euch die Chance hat, dran teilzunehmen, kostenlos. Was müsst ihr dafür machen? Ihr solltet auf jeden Fall Abonnent sein, falls ihr das noch nicht getan habt. Sehr gerne hier ein kostenloses Abo auf dem Kanal dalassen, dann verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren News zu Shakes and Fidget. Ja, ein Like auf das Video wäre natürlich sehr lieb von euch und ihr müsst einen Kommentar verfassen und ja, dann nehmt ihr auch schon automatisch ganz kostenfrei bei dem Gewinnspiel hier dran teil und ja, falls ihr nicht wissen solltet, was ihr in die Kommentare reinschreiben sollt, dann interessiert es mich auf jeden Fall, wenn ihr auf EU 16 starten solltet, ja, seid ihr da am Start, guckt ihr von der Seitenlinie zu, seid ihr vielleicht sogar auf der, ja, auf der Jagd nach einem der 5 Avatar-Bilder, dann lasst es mich gerne wissen. Falls dies der Fall sein sollte, ja, dass ihr auf der Jagd nach einem Avatar-Bild seid, dann schreibt mir sehr gerne am Freitag, wenn EU 16 ja, released wird, dann schreibt mir sehr gerne eine Ingame-Nachricht. Ich weiß natürlich dort auch Dorza, ne? Schreibt mir sehr gerne Ingame-Nachricht, dass ihr an dem Race dran teilnehmt. Dann packe ich euch auf dem Char in meine Freundesliste rein, damit ich euch beobachten kann. Weil ich gucke mir das Ganze von der Seitenlinie aus an. Und ich werde auf jeden Fall die Leute, die wirklich Ambitionen haben und da ja, Gas geben wollen, die möchte ich auf jeden Fall auch mit am besten live verfolgen. Wir gucken uns das natürlich in der Ehrenhalle auch an, aber falls ihr da vorab schon sagt, ey, ich nehme da dran teil, dann schreibt mir sehr gerne und ich nehme euch dann die Freundesliste auf, damit ich euch da auf dem Schirm habe. Ja? Denn wir gucken uns mal die Event-News an und das ist natürlich ein Anlass. Jetzt ist auch klar natürlich, es war vorher noch nicht hundertprozentig klar, dass auch der Schwarzsteinrausch auf dem Server EU 16 direkt ab Tag 1 quasi auch mit verfügbar ist. Ja? Halloween-Events und der Schwarzsteinrausch haben wir hier in eurer Edelsteinmine. Herrscht von Donnerstag bis Sonntag der extreme, extrem seltene Schwarzsteinrausch. Für kurze Zeit findet ihr ausschließlich schwarze Edelsteine, die euch eine einmalige Chance bieten, euren Helden deutlich zu verstärken. Die Fundchance liegt für legendäre Edelsteine bleibt dabei unverändert. Also ran an die Spitzhacke und startet sofort mit dem Graben, bevor das Event endet. Macht euch für folgenden schaurigen Halloween-Events bereit. Prachtparade der Pilze, Schwarzsteinrausch, Hexentanz, Tag der tollkühnen Tiere, Fest der Festung, Epic-Kaufrausch, ja, Tag des heißen Eisens, der verlorenen Seelen und auraler Großputz, also wirklich sehr viel auf einmal. Dann das Halloween-Event sorgt für gruselige Stimmung. Vom 31.10. bis zum 3.11. erleuchten die grotesken Grimassen geschnitzter Kürbisse die Nacht in den rottenden Landen und bieten euch die Gelegenheit, das Pet Pharamum zu fangen und das epische Halloween-Set zu vervollständigen. Auch der Pilzdealer hat was Süßes für euch. 20% ist wieder mit am Start. Also wir haben hier auch wieder eine 20% Aktion bis ja, zum 3.11., so wie ich das, ja, also vom 31. bis zum 3.11. Haben wir das Ganze hier am Start. Ne? Ist natürlich auch wieder der Anlass dafür, dass wir hier ein kleines Giveaway starten. Und ja, da könnt ihr natürlich auch wieder sehr gerne, jetzt auch zum Anlass von EU 16, wenn ihr natürlich wollt, im Webshop natürlich zuschlagen. Ne? Da ist denn, wie gesagt, jetzt ab Donnerstag bereits schon, da ist ja mal ein Tag früher hier im Webshop, die 20% Aktion. Und ja, wer auf jeden Fall mich und meine Arbeit hier unterstützen möchte und eh schon auflädt von alleine aus, ne, der kann natürlich hier sehr gerne über den Webshop den Creator-Code Dorza beim Pilzkauf eintragen und dann werde ich da noch anteilig mit verfügt. Da bedanke ich mich auf jeden Fall an jeden, der das immer wieder und immer wieder und immer wieder macht. Das weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Dadurch kommen ja auch diese ganzen Giveaways immer hier zustande, weil sich das natürlich hier über den Creator-Code auch finanziert, was natürlich für euch auch wiederum von Vorteil ist, weil ich euch damit auch wieder ein bisschen was zurückgeben kann. Ja? Des Weiteren ist das jetzt, also der November, ist jetzt der letzte Monat, wo noch im Hintergrund über den Creator Code auch die Spenden gesammelt werden für die gemeinnützige Organisation, wo wir jetzt ja im November auch hinfahren und dort ein Video aufnehmen. Das machen wir ja so ähnlich, wie wir es letztes Jahr getan haben. Da haben wir ja auch 3.000 Euro für die Tiernotrettung zusammenbekommen
Und das ist natürlich sehr, sehr geil. Und dieses Jahr wollen wir das wieder machen. Allerdings nicht für die Tiernotrettung, sondern diesmal für den Tierschutzbund hier bei mir in Greifswald. Das ist genau, ja, das ist relativ nah, sag ich mal, bei mir in der Nähe. Und da waren wir auch gewesen. Und der November ist jetzt der letzte Monat, wo wir dafür die Spenden sammeln für den Tierschutzbund. Und das heißt natürlich nicht, dass es danach nicht mehr weitergeht. Aber ab Dezember geht es dann quasi schon, sag ich mal, weiter für die nächste Organisation. Das wird dann wieder was anderes sein. Werde es aber auch wieder für die Tiere machen. Also ich will mich da auf jeden Fall halt eben in dem Bereich der Tiere stark machen, auf jeden Fall. Und das ist so das, womit ich so ein bisschen meiner Umgebung hier was durch euch auch über den Creator Code halt eben zurückgeben möchte. Und ja, der Tierschutzbund ja, setzt sich hauptsächlich halt eben für Kleintiere und Katzen ein, ja, die halt eben ja, auf der Straße irgendwo gelandet sind bzw. aufgesammelt werden, kümmern sich um die Vermittlung von Wildkatzen, Kittenaufzucht etc. pp. Alles gemeinnützig, alles ehrenamtlich, sag ich mal, und die kriegen da auch kein Geld für und opfern da neben der normalen Arbeit, der sie da nachgehen, auch ihre Freizeit, machen das natürlich gerne. Aber ich war dort gewesen und ist halt auch ja, alles nicht so einfach, weil das nicht viele machen und auch das Ehrenamt nicht wirklich supportet wird. Und deswegen ist das leider sehr traurig. Und gerade im Bereich der Tiere habe ich das Gefühl, dass das ein bisschen unterkommt, sag ich mal. Ne? Es gibt viele ja, Ecken, sag ich mal, da draußen, wo man hier und da natürlich auch das Ehrenamt unterstützen kann. Aber bei den Tieren finde ich, dass irgendwie besonders, dass da besonders wenig drauf geschaut wird. Deswegen möchte ich das auf jeden Fall auch im nächsten Jahr unterstützen. Ja, das auf jeden Fall dazu. Deswegen vielen lieben Dank und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache, dass wir das so gemeinsam hier als Community auf die Beine stellen können. Ne? Deswegen da ein Dankeschön an jeden von euch, der das Ganze macht. Und ja, dann hat das Pilze aufladen zumindest noch irgendwie ein klein, ja, etwas Gutes auf jeden Fall. Ne? Ja, da sind wir jetzt halt eben, wie gesagt, im November, Ende November. Und deswegen ist dies halt eben auch jetzt der letzte Monat, wo ich das dann tracken kann. Und dann halt eben, da wird das Video dann gedreht. Ne? Das wird dann vielleicht wahrscheinlich irgendwann im Dezember kommen. Und ja, deswegen wird dort halt eben auch in dem Zuge der Spendencheck überreicht und dann landen dort die Spenden dann auch direkt dort vor Ort. Ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst, das läuft alles im Hintergrund soweit. Und ja, deswegen, ich bin schon sehr, sehr gehypt auf EU 16. Ich bin sehr gespannt, wer da alles am Start sein wird. Ne, jetzt gerade halt hier, ne, da haben wir so schon hier die schwarzen Edelsteine. Das wird auf jeden Fall, denke ich mal, eine ziemliche Pilzschlacht werden. Ich denke mal, es werden wieder einige Rekorde fallen. Ich werde selbst da nicht großartig dran teilnehmen. Ne? Wir Creator dürfen da auch gar nicht dran teilnehmen, falls die Frage aufkommen sollte. Ne? Und ja, deswegen werde ich das von der Seitenlinie aus beobachten. Bin aber, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wer da alles so am Start ist, wer sich so ein Profilbild sichern möchte und was da auch für Taktiken gefahren werden und wie da so die Herangehensweise ist. Das ist auf jeden Fall mal ein bisschen was Neues. Und ja, das erstreckt sich ja jetzt auch halt, wie gesagt, über einen kompletten Monat. Und jetzt haben wir halt erstmal den Schwarzsteinrausch. Befinden uns dann aber im November in diesem Black Month. Und da haben wir ja auch zum Beispiel das Black Friday Event und viele weitere Sachen, die da auf uns zukommen werden. Deswegen wird das, denke ich mal, noch an Events. Wird da noch, denke ich mal, eine Schippe draufgelegt werden. Und deswegen, ja, heißt es nur abwarten und zuschauen oder halt eben, wie gesagt, mitmachen, falls ihr da eben daran Interesse habt. Aber ich habe euch ja in dem Video vorgestern, nee, vorvorgestern war es jetzt mittlerweile schon, gewarnt, dass das Ganze eben, ja, dass man da auf jeden Fall aufpassen sollte, wenn man da halt wirklich dran teilnimmt. Dann würde ich euch empfehlen, falls ihr mit dem Gedanken spielen solltet, daran teilzunehmen, nochmal das Video von vorgestern anzuschauen, war es, glaube ich. Also das Video, meine Tipps für, ja, dass die Avatar-Jagd, so ähnlich hieß das, glaube ich, irgendwie.
Das würde ich euch empfehlen, nochmal anzuschauen, bevor ihr da wirklich mit den Gedanken spielt, hier dran teilzunehmen. Ja, seid euch da wirklich bewusst, dass ihr da wirklich gut abgezogen werden könntet und nicht mal garantiert ist, wenn ihr da irgendwie vier-, fünfstellig im Eurobetrag oder anderweitig aufladet, dass ihr das dann auch bekommt dadurch, ne? Geld ist da nicht alles. Es zählt auch irgendwo ein Stück weit die Erfahrung mit rein. Und ja, das ist ziemlich, ziemlich gefährlich auf jeden Fall. Deswegen da ein dicker Disclaimer nochmal an der Stelle, ne? Dass ihr euch da vorher wirklich, wirklich gut überlegen solltet, daran teilzunehmen. Ja, aber falls ihr es halt eben machen wollt, dann kann ich euch davon natürlich nicht abhalten und dann schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne auf EU16 dann eine Ingame-Nachricht und dann werde ich euch da auf dem Schirm haben und dann halt eben über diese 5, 6 Wochen, je nachdem wie lange das dauern wird, bis die ersten Stufe 350 erreichen, eben halt auch mitverfolgen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ne? Jo, gut, ansonsten, das war es erstmal soweit dazu. Das Giveaway wird übrigens, das habe ich glaube ich gar nicht gesagt, das Giveaway wird am 1. ausgelost, ja, am 1. November um 16 Uhr. Ja, am 1. November, das ist jetzt der Freitag, um 16 Uhr wird das Ganze ausgelost und dort wird der Gewinner auch in diesem Video bekannt gegeben. Das heißt, pünktlich zum Serverstart hier auf dem Kanal auf YouTube wird der Gewinner ausgelost und gezogen und hat dann quasi ja, direkt einen kleinen Startschuss, sage ich mal, für EU16, falls er darauf spielen sollte, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, denkt daran, falls ihr aufladen solltet, immer über den Webshop, denn das lese ich auch jedes Mal in den Kommentaren wieder erneut, wenn Spieler auf Steam, iOS oder Android spielen, wenn sie da aufladen sollten, dass die Pilzpreise dort 20% teurer sind, als wenn sie über den Webshop aufladen. Ja, ein 100-Euro-Paket kostet im Webshop auch 100 Euro, da kriegt ihr 3600 Pilze für. Auf Steam, iOS und Android kostet das 100-Euro-Paket 120 Euro, 20% mehr. Deswegen immer im Webshop aufladen und ja, denkt da auf jeden Fall dran. Ich lese jedes Mal jemanden, der schreibt, Dankeschön, da hast du mir aber was erspart auf jeden Fall. Deswegen ja, macht das und dann wünsche ich euch viel Spaß, viel Erfolg, viel Glück und ja, wir hören uns natürlich die Tage wieder. Bis dahin, haut rein und bis zum nächsten Mal.